Die Wildnis ist ein gefährlicher Ort. Hier kann man zu Tode gebissen werden, vergiftet oder zerquetscht werden. Außerdem gibt es einige Tiere, die dich auf Distanz töten können. Sie nutzen ihre Fernwaffen, um sich vor Raubtieren zu schützen oder um zu jagen. Welches Tier kann eine echte Unterwasserexplosion erzeugen? Wie kann man seine Feinde mit seinen Eingeweiden abschrecken? Und was wäre, wenn Tiere, die auf Distanz töten, Menschen jagen würden? Hast du Angst vor Schlangen? Wenn ja, dann schau besser weg. Der Angriff der Schlange ist schnell, giftig und oft tödlich. Aber die Natur hat beschlossen, dass es noch besser geht. Als Ergebnis entstand die Speikobra. Die Dentinkanälchen dieser Schlangen sind so angeordnet, dass der Giftstrahl das Opfer aus der Ferne trifft, wenn die Schlange ihre Giftdrüsen scharf zusammenpresst. Die schwarzhalsige Speikobra kann bis zu 28 Schüsse pro Angriff abfeuern und dabei etwa 3,5 Milligramm Gift freisetzen. Forscher glauben, dass die Fähigkeit der Schlangen, Gift zu spucken, entwickelt wurde, um sich vor Affen und Menschen zu schützen, die mit Stöcken und Steinen auf Kobras einschlugen. Übrigens auch aus der Ferne. Ich rate davon ab, sich den spuckenden Kobras bis auf 2 Meter zu nähern. Ihre Schüsse sind sehr präzise. Wenn das Gift in die Augen gelangt, verursacht das Verbrennungen der Hornhaut und kann sogar zur Erblindung führen. Aber kann die Spucke einer Kobra töten? Das Gift der Speikobra enthält Neurotoxine. Wenn sie in die Blutbahn gelangen, können sie eine Lähmung der Atemmuskulatur und den Tod verursachen. Das Gift, das die Kobra auf das Opfer spuckt, wird jedoch nicht in das Blut aufgenommen. Um einen Menschen zu töten, muss die Schlange herankriechen und zubeißen. Was aber, wenn sie nicht nur Gift, sondern auch scharfe Giftpfeile verschießen könnte? Stell dir vor, eine spuckende Kobra wäre in der Lage, scharfe Zahnfragmente zusammen mit Gift zu verschießen. Sie verletzen die Haut und tragen dazu bei, dass das Gift in den Blutkreislauf gelangt. Aber dazu müsste die Schlange die Fähigkeit entwickeln, die verbrauchten Zähne schnell nachwachsen zu lassen. Es ist gut, dass die Natur nicht daran gedacht hat. Aber auch ohne diese Fähigkeit sind Schlangen gefährlich. Und was ist mit Ameisen? Was kann bei einer Begegnung mit einem Crematogaster, der Säure verschießen kann, herauskommen? Meistens benutzen die Ameisen ihre Waffen, um Termiten zu jagen. Wenn eine Ameise einen Feind entdeckt, hebt sie ihren Hinterleib in dessen Richtung und schießt einen Flüssigkeitsstrahl aus. Einige davon sind Giftstoffe, andere sind Pheromone, die andere Ameisen anlocken. Termiten haben keine Chance. Innerhalb von 10 Minuten wird das Gift sie töten und die Ameisen werden die Beute in ihr Nest bringen. Diese Ameise kann Feinde aus einer Entfernung von bis zu 10 Zentimetern erschießen. Heutzutage wird ein Insektenschutzmittel auf der Grundlage von Ameisengift entwickelt. Aber können Ameisen einen Menschen töten? Das Gift dieser Ameisenart ist zum Beispiel eines der stärksten unter den Insekten. Schon einige 100 Exemplare können dich zu Tode stechen. Aber selbst dieser Tod ist nicht so schmerzhaft wie die Begegnung mit einer 24-Stunden-Ameise. Auf dem Schmidt-Stichschmerz-Index, der den Schmerz von Insektenstichen misst, verursacht 24 Stunden Ameisengift die höchste Schmerzstufe 4+. Zum Vergleich, der Schmerz eines Hornissenstichs wird auf 2 Punkte geschätzt und ein Feuerameisenstich, der sich wie eine Verbrennung anfühlt, liegt auf dem Schmidt-Stichschmerz-Index bei nur 1,2 Punkten. Aber das Gift der Ameise lässt dich etwa 24 Stunden lang leiden. Aber was ist mit den Ameisen, die dich mit Fernkampfangriffen treffen können? Meistens greifen die Ameisen mit Methansäure an. Die gute Nachricht ist, dass ein durchschnittliches Ameisenvolk einen Menschen nicht töten kann. Aber wenn du von mehreren Kolonien auf einmal umzingelt worden bist, sagen wir mal 15 Millionen Ameisenarbeiterinnen, ja dann brenne. Wenn eine Person über einen längeren Zeitraum hohe Konzentrationen von Methansäure einatmet, entwickelt sie ein Lungenödem sowie Nieren- und Leberversagen. Jetzt weiß ich, was ich in meinen Albträumen sehen werde.
Aber Tiere mit Projektilwaffen leben nicht nur an Land. Die Pfaffenhut-Seeigel-Verteidigung gegen Raubfische ist eine Wolke von Pedicellariae. Dabei handelt es sich um winzige, krallenförmige Anhängsel, die sich in das Fleisch eines Raubfisches oder einer menschlichen Ferse bohren und ein Gift injizieren. Es dauert etwa 50 Tage, bis ein Seeigel einen neuen Satz Pedicellariae ausbildet. Deshalb schießt er auch nie alle seine Krallen auf einmal aus. Aber es gibt noch einen anderen Meeresbewohner, der eine seltsame Projektilwaffe besitzt. Die Seegurke. Wenn du sie immer für harmlos und langweilig gehalten hast, habe ich eine Überraschung für dich. Diese Tiere verbringen ihr ganzes Leben auf dem Meeresboden und ernähren sich von Plankton und Aas. Seegurken können jeden Teil ihres Körpers regenerieren und sie brauchen es für den seltsamsten Selbstverteidigungsmechanismus, von dem du je gehört hast. Um sich gegen Raubtiere zu verteidigen, schleudert eine Seegurke die Teile ihres Darms in sie hinein. Ihr Inneres ist sehr stark und mit einer klebrigen Substanz bedeckt, das in 10 Sekunden einen kleinen Fisch oder eine Krabbe völlig bewegungsunfähig macht. Während das Raubtier stirbt und sich in den seltsamen weißen Fäden verheddert, verschwindet die Seegurke langsam. Langsam, weil sie es nicht anders kann. Bei den verschiedenen Seegurkenarten dauert es zwischen 17 Tagen und 5 Wochen, bis neue Eingeweide wachsen. Kann ein Seeigel oder eine Seegurke einen Menschen töten? Nein, wenn sie allein ist, nicht. Aber was ist, wenn man, sagen wir mal, 50 Seeigel verärgert, die gleichzeitig Tausende von Pedicellariae mit einem Mal freisetzen? Höchstwahrscheinlich wirst du vor lauter Schmerz ohnmächtig und ertrinkst. Und was, wenn du von Seegurken überfallen wirst? 50 Exemplare werden etwa 30 Meter klebrige Eingeweide auf dich kotzen. Es ist einfach unmöglich, allein aus ihnen herauszukommen. Ich glaube, eine Seegurke würde gerne ihre Eingeweide über jemanden auskotzen, der sich diese seltsamen Tiernamen ausdenkt. Krematogaster, Speikobra, Seegurke, 24-Stunden-Ameise. Was kommt als nächstes? Ein Knallkrebs? Das Tier mit der ungewöhnlichsten Waffe und dem seltsamsten Namen. Sie können mächtige Unterwassersalven abfeuern und ihre Beute mit Schall töten. Die riesigen Scheren dieser Krebse können mit unglaublicher Geschwindigkeit schließen. Dadurch entsteht eine Luftblase. Sie kommt mit einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern aus den Scheren und erzeugt einen Schalldruck von 80 Kilopascal. Zum Vergleich, wenn der Ballon zu lange aufgeblasen wird, explodiert er mit einem Schalldruck von 2 bis 5 Kilopascal. Diese verrückte Fähigkeit der Krebse wurde sogar von US-U-Booten während des Zweiten Weltkriegs genutzt. Sie hielten sich absichtlich in der Nähe der Krebskolonien auf oder benutzten Lautsprecher, um deren Klicken zu reproduzieren. So blieben die U-Boote für Hydrofonradare unsichtbar. Dank ihrer einzigartigen Klaue kann ein Knallkrebs einen Fisch innerhalb von nur 3 mm betäuben. Das reicht aber aus, um zu jagen und mit anderen Krabben zu kommunizieren. Aber es ist nicht genug, um einen Menschen zu schaden. Was aber, wenn wir die Größe des Krebses erhöhen? Die durchschnittliche Größe beträgt 4 cm. Wenn wir diesen Wert verzehnfachen auf 4 Meter, wie groß wird dann der Explosionsradius der Klaue sein? Ich denke, es wird genug sein, um eine Person unter Wasser zu betäuben oder die ganze Welt zu zerstören. Damit Tiere in der Lage sind, Menschen aus der Ferne zu töten, müssen sie eine sehr große Gruppe bilden oder zu gigantischer Größe heranwachsen. Aber selbst wenn sich nichts ändert, sind sie für andere Tiere immer noch gefährlich. Was würde also passieren, wenn wir die gefährlichsten Meeres- und Landtiere gegeneinander antreten lassen? Wer würde gewinnen? Also das gefährlichste Landtier mit einer Projektilwaffe ist die Speikobra. Das furchterregendste Seeungeheuer, das aus 3 mm Entfernung töten kann, ein Knallkrebs. Genau hier, genau jetzt werden sie sich auf gleicher Augenhöhe zu einem ultimativen Kampf treffen. Die Kobra beginnt den Kampf. Sie spuckt einen Giftstrahl und verfehlt. Der Knallkrebs versucht zuzuschnappen, aber seine Waffe scheint keine Wirkung auf Schlangen zu haben.
Moment, was ist das? Wer wird eurer Meinung nach gewinnen? Schreibt eure Theorien in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr meine neuen Videos nicht verpasst.